Ritter waren einst ruppige und rücksichtslose Recken, bis sich die Kirche einschaltete. Denn ab dem 10. Jahrhundert galt das Motto, wer nicht in der Hölle schmoren will, der muss Gutes tun. Und so begaben sich die Ritter auf heilige Missionen, die Schwachen zu schützen und das Böse zu besiegen. Arthur, der Held des SNES-Klassikers Super Ghouls and Ghosts, will in seinem Abenteuer gleich beides. Den dämonischen Sadius besiegen und eine Prinzessin retten, die in einem herzzerreißenden Pixel-Intro entführt wird. Das Ritterabenteuer war 1992 eines unserer ersten Highlights auf dem Super Nintendo. Grund genug, Arthur und seine kultigen Feinde mit einer Retro-Fanfare zu ehren. Ritterrüstungen machen ihrem Träger das Leben meist schwer. Arthur dagegen macht trotz Metallmontur richtig große Sprünge. Und statt ein Schwert zu schwingen, schleudert der Ritter Lanzen und Dolche, wirft Äxte oder Fackeln. Das Spiel folgt also trotz Mittelalter-Grusel-Setting dem Run-and-Gun-Prinzip. Die Feinde entstammen dem klassischen Horrorkabinett. Zombies tauchen aus dem Boden auf, Werwölfe wetzen ihre Krallen und Flammenschädel spucken Feuer. Die Designer haben dabei ganze Arbeit geleistet. Das Aussehen der Figuren pendelt zwischen gruselig und knuffig. Dennoch wirkt alles wie aus einem Guss. Und auch die Spielmechanik ist stimmig. Mit seinem happigen Schwierigkeitsgrad treibt einen das Spiel schweißgebadet durch 7 Spielwelten. Items und Upgrades gehören auch bei Super Ghouls and Ghosts dazu. Wer die richtigen Kisten findet, der macht aus seiner Rüstung erst eine grüne, dann diese goldene Variante hier. Mehr Schutz bieten sie kurioserweise nicht. Stattdessen erlauben die neuen Rüstungen, die Waffen in magischer Form zu benutzen. Magisch sind auch manche Momente, die die Entwickler inszeniert haben. Als uns zum ersten Mal diese Welle über den Röhrenbildschirm schwappte, konnten wir das kalte Wasser förmlich spüren. Und gleich darauf war ein Leben weg. Denn die Springflut überlebt nur, wer sich auf einen der grauen Felsen stellt. Eine ordentliche Welle macht das Spiel auch in seinem obligatorischen Wasserlevel. Arthur plätschert dabei auf einem Floß umher. Und das Baumstammgebinde wird zu einer Art magischem Surfbrett. Es folgt Arthur sogar bei Sprüngen, platziert sich immer wieder unter seinen Füßen. Der Held muss auf seiner Floßfahrt nicht nur Fische ausschalten, sondern immer wieder spitzen Korallen ausweichen. Denn einen Treffer sollte man möglichst vermeiden. Sonst steht der Held plötzlich in Unterhose da. Ein spezieller Feind in jenem Spiel ist der Pixelpups. Er zischt Arthur in diesem organischen Level um die Ohren. Der Abschnitt sieht aus wie ein großer Darm, in dem sich auch noch blaue Stachelblasen herumtreiben. Übel kann es einem dort aber aus anderem Grund werden. Der Level schwankt, als würde sein Träger gerade mit Bauchschmerzen zur Toilette hüpfen. Und bleibt das Bild doch mal ruhig stehen, dann attackieren kleine blaue Miniteufel. Auch in diesem 16-Bit-Spiel gilt die Regel, dass der überlebt, der die Position seiner Feinde schon vorher kennt. Grafisch war das Spiel für das Jahr 92 ein Leckerbissen. Vor allem der Einstieg in die Eiswelt ist eine frostige Augenweide. Arthur rennt vor schicken Hintergründen durch einen Schneesturm. Als realistische 3D-Darstellungen noch eine kühne Idee waren, konnten wir die Schneeflocken förmlich im Gesicht spüren. Abrunden tut das Ganze die fantastische Musik. Für uns gehört der Soundtrack zu den besten der 16-Bit-Ära. Am vermeintlichen Ende hält das Spiel eine spezielle Überraschung bereit. Dieser grüne Schurke scheint der letzte Bossgegner zu sein. Doch nach dem Sieg erhalten wir nur ein goldenes Armband. Mit diesem Artefakt müssen wir das Spiel noch einmal bezwingen. Erst dann bekommen wir den wahren Bösewicht zu sehen. Dieser Prachtkerl ist der wahre Schurke namens Sadius. Er hält fiese Laserstrahlen bereit, ist ansonsten für seine enorme Größe aber recht friedlich. Und Ritter Arthur geht ohnehin unerschrocken in jedem Kampf. Selbst wenn er schon seine Rüstung verloren hat und nur noch in der Unterhose dasteht. Das war es dann auch schon mit unserem Ausflug in die Welt von Capcoms Fantasy-Ritter. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns im nächsten Monat.